So, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Slot unserer Live-Fotoshootings am heutigen Tag. Es freut uns riesig, dass ihr so zahlreich erschienen seid, wieder auch ganz viele im Livestream mit dabei sind, aber natürlich auch hier vor Ort anwesend. Und das kann ich sehr gut verstehen, denn wir haben den lieben Andy heute zu Gast. Hallo, Ich schön, kann dass es du nicht da bist. verstehen, aber hallo. Doch, denn wir haben nämlich einiges vor. Der Hintergrund ist zwar jetzt noch schwarz, aber ich kann versprechen, es wird bunt heute, denn es Auch. geht um Cosplay-Fotografie. Deswegen für all diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, ich glaube, es sind nicht allzu viele, aber vielleicht noch der eine oder andere. Erzähl doch noch mal kurz ein bisschen was über dich. Also ich bin im Internet unterwegs als EOS Andy, eigentlich der Andreas Cooper. Bin Vater zweier Töchter und durch sie bin ich auch zur Fotografie gekommen und mache jetzt, also fotografieren mache ich jetzt 23 Jahre hobbymäßig und zu Cosplay und zu dem ganzen Verrückten bin ich so vor 10 Jahren ungefähr gekommen und ich habe früher ganz viel Sport fotografiert. Ich habe angefangen mit Blümchen und Bienchen und Kinder und der Familienfotograf. Dann bin ich mit Kindern zum Sport gefahren und habe dort Sport fotografiert. Die Kinder haben dann irgendwann mal Cheerleading gemacht. Dann bin ich europaweit für Cheerleading rumgefahren und habe auf europäischen Matten Sportfotografie betrieben und für eine Cheerleading-Agentur Fotos gemacht, ein bisschen Handball gemacht. Und ich war schon immer ein Nerd, was Science Fiction eingeht und immer schon Ritter, Burgen und die ganzen Geschichten meine Lieblingsgeschichten sind die D'Artagnan und die drei Musketiere, war schon immer mein Metier und kam irgendwann mal YouTube und irgendwann habe ich bei YouTube auf der Gamescom habe ich gesehen, dass auf der Bühne verrückte Menschen gibt, die Kostüme bauen und sich dann in einen Wettbewerb hinstellen und diese Kostüme waren einfach so wow, ich habe gesehen so. Es gibt Leute, die Kostüme bauen von Charakteren, die ich so liebe, ja, Star Wars und alles. Und da habe ich gesagt, ich muss in diese Szene rein. Und dann habe ich mich dann aktiv damit beschäftigt und dann bin ich auf Cons gefahren und ja, habe zwischendurch ein bisschen auch Porträtfotografie betrieben, was auch viel geholfen hat, weil Cosplay-Fotografie ist ja eigentlich Porträt mit einem. Ich erzähle gleich, das ist viel einfacher als normal. Und ja, so und jetzt bin ich da seit 8, 9 Jahren aktiv eigentlich nur in Cosplay unterwegs, weil ich habe jede Woche neue Motive. Die Cosplayer sind fleißig, das wächst, die ganze Szene und es macht einfach nur Spaß und kann jedem empfehlen. Also ihr seht, wir tauchen heute in ein sehr, sehr Ja. spannendes Feld der Fotografie auf. Deswegen sollten Fragen sein, Bitte. gerne einfach stellen, hier Lass mich nicht bemerkbar alleine machen hier vor Ort. stehen. Und natürlich auch für alle die im Stream zuschauen, gerne einfach in den Chat Ja. schreiben. Wir leiten das gerne an den lieben Auch Andy zwischendurch, weiter. wenn da eine gute Frage ist, Genau, einfach gerne fragen. bemerkbar machen und dann übergebe ich das Wort an dich. Ja, dann herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass in einem kleinen Raum so viele Menschen sind. Es sind hunderte Leute. Ich habe heute gedacht, dass einfach nur ein Vortrag ist immer so ein bisschen trocken. Und ich weiß, wir Fotografen, wir wollen immer fotografieren, wir wollen sehen, wie die Sachen funktionieren. Und wie der andere Fotograf das macht, weil man sich dann so am besten was abgucken kann. Ich bin nicht der technische Typ. Also ich sage immer, ich drücke Knöpfe. Ich drücke wirklich nur Knöpfe. Ich weiß nicht immer, was in der Kamera passiert, wenn ich diesen Knopf drücke. Aber ich weiß, wenn ich den drücke, dann kommen die Bilder so raus. Ich habe so technische Sachen wie das Winkel von der Blende zu Sonne und Mond. Das weiß ich nicht. Dann geht ein bisschen zu Martin Krollop, der kann das viel besser erklären. Ich bin eher ich sehe Fotografie eher als so Kunst und nicht so gar nicht so technische Sachen. Natürlich benutze ich viel Technik mit, aber die Technik ist bei mir mit den Jahren sehr, sehr nach hinten gerückt. Ich meine, ich war ja früher auch. Ich habe mir alles gekauft. Ich hatte 30 Objektive, ich hatte 2 Kameras, ich hatte 5 Blitze. Und ich hatte auch alles mitgeschleppt. Und je älter ich wurde und je mehr ich fotografiert habe, habe ich angefangen, immer wegzulassen. Und mittlerweile, eine Frage ist immer, womit fotografierst du? Ich habe 2 Objektive. Ich habe meinen 85 mm, meine Lieblingslinse. Damit passieren eigentlich 80% meiner Bilder. Und ich habe diese 35 mm Linse für ein bisschen mehr Action, für ein bisschen mehr Hintergrund. Und das sind eigentlich meine Standardlinsen. Ich fotografiere aktuell mit einer EOS-Kamera. Ich kann ja auch nichts anderes fotografieren, weil ich habe da so. Ist mein von Ich habe angefangen mit einer EOS-System und das ist so wie beim ersten Auto, wenn man sich darin verliebt und es passt alles, die Haptik passt und dann bleibt man dabei. Und seitdem bin ich ein glücklicher Nutzer eines EOS-Systems. Mittlerweile auf eine R5 umgestiegen. Habe mich lange, lange, lange mit einem Spiegel festgehalten an diesem Spiegel.
Und irgendwann mal kam dann die R6, das war meine erste Spiegellose, und ich habe mich in diese Fokustechnik eigentlich verliebt. Seitdem ist das für mich so ein Gamechanger gewesen und vermisse den Spiegel gar nicht mehr. Kann ich jedem empfehlen, der noch mit Spiegel fotografiert, wechselt zu Spiegellosen, die sind soweit. Die sind schon lange soweit. Cosplay-Fotografie. Cosplay-Fotografie ist eigentlich, sage ich immer, Cosplay, wer viele Porträts macht, wer viel porträtiert, wer viel Menschen fotografiert, wird sich in der Cosplay-Fotografie sehr wohl fühlen. Ja? Die gute Ausrede dazu, warum ich Cosplay mache: Cosplay-Fotografie ist einfacher als normale Menschen zu fotografieren, weil die Cosplayer sind meistens immer in ihrer Rolle. Also wenn ein Cosplayer ein Kostüm anzieht, dann ist er automatisch, wenn er irgendeine Rüstung anzieht, steht er anders. Der weiß ganz genau, wie so ein Ritter oder wie so ein Star Wars-Mensch sich anfühlt. Und das ist für mich Fotografen eigentlich viel einfacher, weil ich mich gar nicht mehr um so Sachen wie Pose, wie stellst du dich hin, was macht der Charakter, das überlasse ich alles den Cosplayern, weil das meistens wissen viel, viel besser als ich. Ich kenne die auch. Ich kenne wirklich nicht alle Charaktere, die ich fotografiert habe. Ich fotografiere die eigentlich nur, wenn ich sage, oh cool, will ich Fotos machen. Ja? Und anschließend vielleicht mal recherchiere ich nachher ein bisschen so, was der Charakter ist. Aber meistens wissen die Cosplayer viel, viel mehr über ihren Charakter, weil sie sich damit Tage, Wochen, teilweise Monate mit beschäftigt haben. Kann man sich eigentlich darauf verlassen, ist das für mich, ich brauche mich dann nur noch darum zu kümmern, dass die Technik funktioniert, dass die Belichtung stimmt und dass der Hintergrund eigentlich ansprechend ist. Weil da sind auch oft Fehler, die passieren, wenn man jetzt einen Elben aus einem Herr der Ringe Universum nimmt und mit dem irgendwo in der Altstadt fährt, dann passt das nicht. Der muss in den Wald. Und das ist eine der einzige Aufgabe, die ich so sehe, passenden Hintergrund zu dem passenden Cosplayer rauszufinden. Und wenn es halt nicht, so wie wenn Wetter nicht passt, dann geht man ins Studio und versucht mal da irgendwie mit Licht und mit Hintergründen zu arbeiten. So, da wir heute nicht rausgehen, haben wir uns hier im Studio. Studio habe ich früher sehr, sehr viel gemacht. Ich bin Kelvin versaut. Ich war früher ein großer Fan von Kelvin, bin immer noch, aber ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt und habe seinen Stil adaptiert und ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt, genommen und in die Cosplay-Szene gemacht. Ich habe früher ganz viel, ganz, ganz viel im Studio gemacht und habe mich viel beschäftigt mit Ausschneiden, Hintergründe ersetzen. Aber so richtig war ich nie zufrieden. Und irgendwann mal habe ich auch so viele Fotos gemacht, dass ich einfach gar keine Zeit mehr hatte, alle Bilder, so eine Stunde an einem Bild zu arbeiten. Und bin heute sehr, sehr froh, dass man Presets hat. Ja? Das ist heute so ein Segen, weil man kann ja rausgehen, ein Set fotografieren und es gleichmäßig belichtet ist, kann man sehr gut mit Presets arbeiten, mit Einstellungen. Die ganzen Fotos, die hier entstanden sind, das ist alles zum Teil nur Lightroom bearbeitet. Und bei Damen oder bei wo ich Beauty-Retusche oder so brauche, das übernimmt dann Photoshop, klar. Heute immer mehr KI oder AI. Ich sperre mich nicht dagegen, ich nutze es. Mein Gamechanger war vor 3 Wochen, wo ich bei Cosplayern sind immer Perücken und Übergänge von Perücke zu Haut ist immer so eine Sache. Es gibt gute Perücken, es gibt schlechte Perücken, es gibt auch wenig Zeit, um Perücken anzupassen und. Und man musste da immer händisch mit Kopierwerkzeug und retuschieren. Und heute macht man einen Kreis und sagt, KI, mach mal. Und das ist innerhalb von Sekunden. Ja. Es hat mein Workflow um 40 bis 50 Minuten verkürzt. Und das ist so, wow. Ja, heute haben wir die Kathi. Kommt mit ihrem Cosplay aus Star Wars. Und wir werden heute versuchen, sie in Szene zu setzen. Ich habe heute, wir machen einmal von einem schwarzen Hintergrundbild, versuchen sie da hinzustellen und dann habe ich noch einen alternativen Hintergrund, um euch zu zeigen, was eigentlich ein kleiner Wechsel vom Hintergrund, wie das funktioniert. Wenn ich im Studio blitze ich eigentlich immer so ein Standard-Setup, immer 3 Blitze. Ich habe 2 Seitenblitze, um Streifenlichter zu bekommen und von vorne einfach ein Hauptlicht, um sie aufzuhellen. Theoretisch sind mir die Lichter, die Former gar nicht so wichtig. Mir ist nur wichtig, dass wir von beiden Seiten hier Aufhellung bekommen, um sie ein bisschen von dem Hintergrund abzuheben und von vorne schönes, großes, weiches Licht. Dieses Licht habe ich auch jetzt benutze ich seit circa einem Jahr. Habe ich mir abgeguckt von einer Beauty- und Modefotografin. Das war für mich, ich habe sonst immer auch eine große Softbox gehabt, von vorne direkt geblitzt in die Softbox rein.
Hier ist bei dem jetzt hier ist der Unterschied, dass der Blitz reinblitzt und wirft das Licht wieder zurück und durch die Software wird es noch weicher. Und was der Trick da bei diesem drin, sie sagte mir, wenn du dieses nimmst, nimm unbedingt das mit dem Weißen, dann wird es nämlich noch weißer. Weil es gibt ja diese mit dem Silbernen, Silber ist immer kontrastreich und dieses Weiße zusammen hiermit ergibt ein wunderschönes, weiches Licht und ich bin so glücklich mit diesem Ding. Ich habe nie mehr so richtiges, extreme Schatten im Gesicht und. Das ist, kann ich vollkommen empfehlen. So ein Schirm, wenn man Platz für hat, draußen ist immer so, da muss man immer einen Assistenten mitnehmen, weil die Dinger, die sind sehr windlastig wenn ich draußen laufe, habe ich meistens nur einen Aufsteckblitz und eine kleine Softbox. Ja? Das ist meine Ausrüstung. Ich brauche draußen eigentlich Licht nur zum Aufhellen, zum Gesicht aufhellen. Ja? Das ist das Einzige, was ich draußen brauche. Solche Bilder wie hier, das ist einfach nur ein kleines Aufhelllicht und mehr brauche ich nicht. Das ist auch ein kleiner Blitz aufs Gesicht. Und ja, Cosplay. Es gibt, glaube ich, kein Thema beim Cosplayer, der nicht behandelt wird. Ne? Ich glaube, mittlerweile gibt es zu jedem Genre, zu jedem gibt es irgendwo Bezüge und jeder findet seine Modelle. Und die nächste Frage, die oft gestellt wird, wo finde ich Modelle? Wie komme ich an solche Verrückten ran? Ja? Verrückt im positiven Sinne. Ich sage immer verrückt. Die sind verrückt. Wir sind ja auch verrückt. Ja? Es gibt mittlerweile deutschlandweit überall Conventions, also diese Cons, wo sie sich treffen. Ja? Und bei einem Cosplayer ist es wirklich so, es ist eine perfekte Zusammenarbeit mit Fotografen, weil für einen Cosplayer gehört am Ende des Prozesses ein Kostüm herzustellen, einfach ein cooles Foto. Ja? Und die sind wirklich super dankbar, wenn wir Fotografen auf eine Con gehen, uns irgendwo einen schönen Hintergrund aussuchen und die Fotos dann denen zur Verfügung stellen. Wir haben coole Fotos für unser Profil und sie haben ihre coole Fotos für als Erinnerung und es ist eine perfekte Symbiose. Und da ich kenne, glaube ich, keinen Cosplayer, der irgendwo auf einer Convention ist und gerade nicht ist oder sich umzieht, ich möchte keine Fotos machen. Ja? Also kann ich jedem empfehlen, einfach gucken, wo in der Gegend eine Convention ist. Mittlerweile sind die Conventions auch gar nicht mehr so richtig themabezogen. Da kommen alle möglichen Genres zusammen. Und man hat dann Möglichkeiten ohne Ende und es macht einfach Spaß, ja. So, dann würden wir gucken, dass wir jetzt ein schönes Foto von dir machen. Jo, kriegst du ein Foto, komm. So, ich würde anfangen, wie setze ich mein Licht? Ich habe ja gesagt, ich brauche ja immer zwei schöne Schreiflichter von der Seite. Das richte ich jetzt einfach auf sie. Komm mal einen halben Schritt noch nach vorne. Ja, eigentlich von der Seite. Super easy, eigentlich von der Seite. Letztens auf der Bühne bei Canon habe ich meine eigenen Blitze aufgebaut und eigentlich will ich ja zeigen von Anfang an, wie es funktioniert. Ja, ich stelle die Blitze, ich mache sie an und mache dann einfach ein Foto, um zu zeigen, wie es an wird. Das Foto ist meistens überbelichtet, da ist zu dunkel und dann fängt man an zu spielen. Und dann habe ich das aufgestellt, habe ich Foto gemacht und das Foto war perfekt. Scheiße, ich hatte nichts mehr zu erklären. Ey. Ich stand da so. Und jetzt? Ja, ich hoffe, das passiert hier nicht, aber das sind nicht meine Blitze, deshalb gehe ich davon aus, dass das scheiße wird, das erste Foto. Ja, wir kochen alle mit demselben Wasser. So, ich weiß gar nichts. Ja? Ich mache mal jetzt hier mein Tethering-Programm an. Kamera wird nicht erkannt. Boah, das war auch so kalt, ey. Das war Winter und die wollten unbedingt das Foto im Winter. Ich sage, warum im Winter? Er war bis hierhin im Wasser, der ist wirklich im Wasser. Und ich war auch im Wasser bis hierhin, das war so kalt. So, da haben wir schon ein Bild gemacht. So, ich habe jetzt einfach, ich fotografiere immer in diesen Heising-Geschichten. Ja, also die Blitze sind so langsam, dass die Kamera, bevor der Shutter zugeht, richtig belichtet wird. Ich fotografiere unheimlich gerne im Studio mit offenen Blenden, also meistens mit Blende 2.0 bei 85 mm, um einen schönen Verlauf zu haben. ISO, klar, 100. Bleibt mal einfach stehen. Das Einzige, was jetzt bei Lichtschwertträgern und Lämpchen an Kostümen ist im Studio, wenn man mit Blitzen arbeitet, die werden weggeblitzt. Ja? Also die Lampen sind immer stärker als die Laserschwerter. Deshalb ist das immer so ein Ding, das muss man immer nachbearbeiten. Also das bleibt
Wahrscheinlich, es sei denn, man arbeitet mit Dauerlicht und versucht das dann vernünftig so auszubelichten, dann kann man das hinkriegen, dass das Stimmung kommt und und. Aber wenn man mit Blitzen arbeitet, sind die Blitze gleich, werdet ihr ja sehen, die sind einfach weiß. Das ist für Stimmung und für uns, damit wir wissen, welche Farbe das überhaupt sind, weil um Gottes Willen, den richtigen Jedi muss die richtige Farbe haben, sonst gibt es Stress mit dem Cosplayer. Warte, ich probiere jetzt einfach. Ich mache jetzt einfach ein Bild. Ich habe nichts eingestellt. Ich weiß nicht, was passiert. Ja, ist schon nicht schlecht. Aber es ist schon viel zu hell. Wir haben auf der rechten Seite haben wir einen dollen Streifen, auf der linken Seite kaum. Ich würd aber gerne von beiden Seiten gleichen Streifen haben. Ich gucke mal eben, ich hatte gar nicht geblitzt. Beva, das ist da hinten, ne? Ja. Der ist noch gar nicht an hier. Dann kann er ja nichts. Warte mal. Mod M. So, wir gehen auf. Ich habe jetzt die. Das war B, A, C. C, C und das war A. Okay. A mache ich erstmal aus. Ich beschäftige mich jetzt nur mit den. Warte mal, Mod. Alter, ich brauche eine Brille. Da. So. Ich habe die beiden Blitze auf 1/16. Einfach nur, ich probiere jetzt einfach rum. Das ist der Vorteil von heute von den digitalen Kameras und von dem ganzen Zeug. Man kann Bilder machen und man braucht sich keine Sorgen machen, dass es kostet. Man versucht sich einfach. Aber ich teste mich ran. Ich habe keine Werte, keine besonderen Vorgehensweise, wo ich sage, das muss jetzt nach da. Ich sage, ich bin eher so Knopfdrücker und Gefühlsmensch. Ich mache es einfach und ich probiere jetzt so lange rum, bis es mir gefällt, bis ich das Ergebnis habe, das ich brauche. Ohne jetzt irgendwie mir Gedanken zu machen, passt das oder macht man das so oder macht man das so. Jetzt, das sieht schon nicht schlecht aus. Ich habe sie von beiden Seiten schön belichtet. Die Kanten sie ist angestrahlt von hinten, hebt sich ein bisschen von dem Hintergrund aus. Und jetzt könnte ich anfangen, von vorne sie das fühlig zu machen. Und ihr habt gesehen, ich habe noch nichts gesagt, aber sie steht schon in Pose. Ja? Ich sag ja, Cosplay-Fotografie ist einfach. Aber mir will es ja keiner glauben. So, ich habe jetzt einfach Blende 2.0 und 500stel habe ich als Geschwindigkeit und Weißabgleich auf Blitz. Das ist ja eigentlich relativ egal. Und mache jetzt den großen Blitz noch dazu. Und wirklich, mir ist wichtig, wenn es ist so oft, dass die Leute dann aus so einem Workshop rausgehen und sagen am Ende, ey, das ist ja einfach. Es ist wirklich, es wird viel, so viel drumherum gemacht, aber eigentlich sind das drei Knöpfe, da anmachen, Kamera und dann probieren. Und so lange probieren, klar, man hat sich schon ein bisschen mit beschäftigt, weiß wo was. Aber im Grundeffekt, der beste Lernerfolg ist einfach zu machen. Ja? Viele fragen mich, wie fange ich an? Nimm Kamera und geh raus und mach Fotos. So viele Fotos wie möglich. Und erst wenn du die Kamera beherrschst und weißt, was die Kamera, wenn du diesen Knopf drückst, passiert das, wenn du das Blende, ISO, Verschlusszeit. Und die Fotos sind dann immer noch nicht so, wie die dir gefallen. Fang dann an, erstmal im Internet zu suchen, was muss ich machen. Aber erstmal selber versuchen rauszufinden, wie will ich die Fotos haben. So, ich habe jetzt vorne, glaube ich, angemacht. Ich guck mal. Ja, jetzt ist natürlich Bam, ne? So, jetzt gehen wir runter. Frontlicht auf 32. Die piepen gar nicht, ich bin verwirrt. Ja, sieht schon viel, viel besser aus. Jetzt ist sie voll ausbelichtet im Vergleich zu dem Foto hier. Das war vorher. Und das ist jetzt mit Fülllicht. Jetzt könnte man jetzt natürlich, ich werde euch nachher zeigen, das große Fuschen. Warte mal, Favoriten, Benutzer, ich guck mal, wie der aussieht. Jetzt benutze ich mal schon mal einen kleinen Trick. Ich habe noch nichts gesagt, sie ist schon in Pose, ne? Sag ich, das ist easy. Und jetzt haben wir schon ein bisschen mehr in die Richtung, wie ich habe. Das ist einfach jetzt ein Preset drauf und
Jetzt können wir theoretisch schon loslegen. Was mir noch nicht gefällt, ist hier ein bisschen hinten, dass er so ein bisschen unformig ist. Das ist, weil der Blitz so ein bisschen sehr von links nach rechts steht. Ich versuche den noch ein bisschen hier. Mal gucken. Komm du mal noch ein bisschen nach da. Ja. Dass du in der Mitte stehst. Mal gucken. So. Dreh dich mal ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Ja, ist ein bisschen hell. Okay, dann gehe ich jetzt einfach mit der Verschlusszeit höher. Ich guck mal, ich habe das nämlich verstellt. Ich bin auf 1000stel. Mal gucken, was jetzt passiert. Theoretisch müsste es dunkler werden. Ist schon fast zu dunkel. Also, so taste ich mich jetzt vor. Jetzt auf 600stel. Ich bin immer noch bei Blende 2.0, weil ich gerne diesen Schärfe-Unschärfe-Ding. Ja, das gefällt mir schon. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt kann ich nämlich. Schau zu mir. Wenn die. Ist jetzt extrem hell, aber. Das ist diese Kombi hier, ne? Das ist 85 mm mit dem. Oh, das ist, ich liebe es. Ich hatte auf einer Con habe ich letztens 4000 Bilder gemacht. Es ist nicht ein einziges unscharf. Es ist mir nie passiert. Ich erzähle die Geschichte, weil ich saß dann nachher im Hotel, wo ich die Bilder durchgeguckt habe und eigentlich gucke ich, dass ich die unscharfen, weil zwischendurch sind immer unscharf. Es war kein einziges unscharf. Ich war so, scheiße. So, ja, da sind dann nachher Feinheiten, ja. Gehst du mal in eine Kampfpose? Mehr braucht man nicht sagen. Schau nach da. Schau zu mir. Stell dich gerade. Das war nichts. Meine Schuld. Immer sagen meine Schuld. Ne? Und wenn sie nicht hören, muss man schimpfen. So, machst du mal eine stehende so. Ja, genau. Kannst du die Hand hinten nach. Ich würde gerne, warte mal. Was auch funktioniert, cool, einfach vorzeigen. Kann sie die auch so halten? Ja, weiß ich nicht. Wenn du mir nachher sagst, das macht. Also ich würde gerne, dass du den irgendwie so. Ja. Oder den gerne auch so. Und dann irgendwie so und ein bisschen. Tja. Ja, genau. Den anderen normal halten. Ja, genau. Und nach hinten so richtig noch. Ja, genau. Und durch diesen extrem schärfe, unschärfe Verlauf hat man direkt so eine tierische Tiefe in dem Bild. Ja, und das ist so mein Ding. Blende 2.0 ist einfach bei 85 mm. So, jetzt hätte ich gerne noch eine Hero-Pose da. Ja, genau. Dreh dich noch ein bisschen. So. Das ist jetzt dann. Und bei Cosplay-Fotografie ist immer wichtig, dass die Cosplayer ihren Kostüm erkennen. Also die haben viel Blut reingesteckt und viel Energie reingesteckt. Und es ist cool, wenn die dann auch die Schuhe mitbekommen. Ja? Ich meine, hier ist schwierig, weil wir jetzt nicht so viel Abstand haben. Aber auch die Schuhe sind ja wichtig, weil die sind ja auch. Und meistens, wenn man nur Porträts macht, hatte ich auch schon mal am Anfang, war ein. Bildhübsches Gesicht und ich habe mich in dem Gesicht so verguckt. Ich habe, glaube ich, 50 Bilder nur von dem Gesicht von allen möglichen Seiten gemacht und war so stolz, habe hier geschickt, dass hier, guck mal, tolle Bilder. Und sie so, ja, ach toll, aber wo ist mein Cosplay? Und ja, ganz wichtig, auch die Assistenten am Set. Also ich mache jetzt noch 3-4 Bilder und dann zeige ich euch, was passiert. Schau nach vorne. Ne, nach vorne, an mir vorbei, ja. Kannst du mal die Schwerter verschränken. Ja, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir dieses blaue Licht wegblitzen. Da muss man nachher, was man natürlich jetzt spielen könnte, mal gucken. Man kann ja probieren, wenn ich jetzt die Verschlusszeit auf 1600, mal gucken, was passiert. Wird wahrscheinlich alles zu dunkel.
So, lieber Andy, wir haben eine erste Frage noch im Chat. Bitte. Und es geht um die Verschlusszeit. Ja. Du bist jetzt bei eintausendstel, ja, was natürlich relativ kurz ist. Ja. Und da ist jetzt die Frage, wie verhält sich das quasi jetzt mit der Synchronisation zum Blitz? Ja, die Blitze sind so schwach oder so langsam, dass die ganze Zeit leuchten, während wir so schnell blitzen. Also der Verschluss schafft es nicht, sich zu schließen. Oder beziehungsweise das Licht, das ist wie eine Lampe in dem Moment. Ja? Der Verschluss läuft, der Blitz ist so langsam im Abbrennen und belichtet das einfach weiter. Und das ist der Trick eigentlich, dieses Ganze. Es gibt zwei Arten. Es gibt einmal die Blitze, die extrem schnell sind und abbrennen. Und es gibt diese Blitze, die sind in dem Fall günstiger, weil sie so lange Abbrennzeit haben. Und dadurch können wir das nutzen mit diesen schnellen Verschlüssen, dass die dass es funktioniert wie eine Leuchte jetzt in dem Moment, bei diesen schnellen Geschwindigkeiten. Gerne auch, wenn Fragen sind. Zwei Drittel der Zeit sind schon fast rum. Das heißt, es wäre noch die perfekte Gelegenheit. Jetzt zeige ich euch eigentlich dieselbe Einstellung. Einfach, ich ändere jetzt den Hintergrund. Bleib sitzen. Das ist alles hier mobil und leicht. Ich nehme nur das zur Seite. Ja, nicht bewegen. Vor die Kamera. Ja, geht. Ich liebe dieses System. Das ist ein Mann-Fotosystem. Das ist so schnell aufgebaut. Innerhalb von 5 Minuten ist das Ding. Ich habe ja noch ein anderes Tuch. Das kann ich auf die andere Seite einfach dranklemmen. Das sind beide Seiten. Und je nach Situation kann ich die einfach tauschen und habe dann verschiedene Hintergründe. Und jetzt gucken wir uns mal an. Ich gehe mal wieder runter auf 1/800, wie das jetzt ausschaut mit einem roten Hintergrund. Und das ist sofort eine ganz andere Wirkung vom Bild. Man hat Struktur hinten, der Hintergrund wird unscharf durch die Blende 2.0 und es ist sofort, also ich liebe das. Vor allem, dieser Hintergrund ist ja noch, der hat eine natürliche Vignette drin. Man braucht die gar nicht mehr machen. Ja? Geh mal noch ein bisschen nach ja. Und was immer gut ankommt, ist, wenn man die Bilder leicht von unten macht, dann kommt das immer, sind die Posen wirken dann immer epischer. Also halt so, ich sag immer dazu so Hero-mäßig, ja, leicht von unten. Also der Unterschied von diesem Foto ist okay, aber dieses Foto ist halt epischer. Warte mal. Und ich habe gehört, ihr dürft heute auch ein bisschen fotografieren. Ne? Wir haben eine halbe Stunde gleich so Fotos. Ja. Habt ihr Fragen? Wollt ihr was wissen? Ihr wollt gar nichts wissen. Was ist los? Ja. Weiß ich nicht. Auf den Messen und so, da ist ja meistens sehr schlecht. Ja. Und wenn man jetzt keine Standzeit angeht, wie macht man da am besten? Ja, kleinen Blitz kannst du immer. Also ich sage, mit so einem kleinen mobilen Blitz gegen ein Stativ wird auch keiner, wenn du sagst, ich mache Fotos von Cosplayern. Bis jetzt wurde keiner irgendwie weggewiesen. Also wenn du jetzt nicht 5 Blitze mitnimmst, aber der eine kleine Aufsteckblitz, ja, von Godox gibt es auch so klein, habe ich unten gesehen, für 100 Euro. Dann so eine kleine Softbox, so eine 50er, 60er, kleiner Stativ, so ein Auslöser und los und gib ihm. Und keine Angst vor Rauschen, bei ISO 2000 kann man auch schöne Bilder machen. Rauschen, ja. Habe ich früher gemacht, habe ich keine Zeit mehr. Nein, klar, bietet sich immer an. Das macht dann auch Spaß, wenn einer viel Zeit für hat und dann grauen Hintergrund und dann, wenn du solche Motive hast, dann dahinter einen Sternzerstörer oder irgendwelche so eine Halle oder das, klar, natürlich. Habe ich früher gemacht? Bitte? Ja, klar. Ach so, Entschuldigung, ob ich auch vom grauen Hintergrund fotografiere, war die Frage und das war jetzt meine Antwort. Könnt ihr zurückspulen und dann umschneiden und. Ja. Ja. Genau. Ja, genau. Ja, klar, das geht klar. Das wird immer schneller und es fällt immer weniger Zeit. Für Chat habe ich vergessen. Die Frage war wegen der Belichtungszeit, wie sich das verhält, wie sich das ändert. Ne? Und ich sage, klar, je weniger Zeit du dem Schlitz gibst, desto weniger Licht kommt dann. Ne? Und dann werden die immer dunkler. Aber das Licht ist immer da, nur halt weniger intensiv. Ne?
Aber das ist Trick und das machen das machen mittlerweile die Auslöser, diese Heising-Ding. Warum so kurze Zeit? Ja, weil ich mit Blende 2.0 fotografieren möchte. Und dadurch musst du höhere Zeit, sonst hast du überbelichtet. Man könnte das jetzt alles runterfahren, man könnte den auf. Wir sind jetzt ein, zwei, wobei wir sind schon ziemlich weit unten mit den Blitzen. Ne? Guck mal, die hinteren sind bei 1,32 Leistung. Also es geht nur noch eine Leistungsstufe runter und dann wird's kleiner wird's nicht. Es geht wegen der offenen Blende. Ja. Früher habe ich auch immer mit Blende 8 fotografiert. Das war so ein Standardstudio, immer Blende 8, 11, damit man alles scharf will. Aber ich will nicht alles scharf haben. Ich will die Augen scharf haben und alles, was dahinter schon so leicht verschwommen sein. Und wenn die Leute irgendwie eine Pose machen, dass die Hand nach vorne kommt, die soll dann ein bisschen... Mach mal nach vorne, Hand. Genau das möchte ich haben, ja. Dass das vorne schon... unscharf wird, man sieht, was das ist, aber es ist unscharf und das macht diese Tiefe, das macht das Bild viel interessanter, als wenn alles scharf wäre. Für Composer und für Leute, die ausschneiden, da ist die Blende 8 Pflicht, weil dann wird es schwierig mit Ausschneiden. Ne? Also wenn man keine Kante hat, sondern alles verschwimmt, dann wird es das schwierig, dann empfiehlt sich die Blende 8. Aber ansonsten, ich liebe solche Bilder. Ja? Ich höre. Keine Fragen. Dann kann ich hier noch 3-4 Bilder machen. Kathi, leg mal los. Wieder nichts gesagt, ne? Ich sag doch, Cosplay-Fotografie ist einfach. Ja, normalerweise hat man auch noch ein bisschen Musik oder sind Leute, die da irgendwie rumquatschen und so eine Stille könnte ich gar nicht arbeiten. Da würde ich ja wahnsinnig werden. Ihr könnt ja auch normal euch unterhalten. Seht ihr, was ich meine? Ich sag gar nichts. Ich bewege mich nur und sie merkt, und das ist zu 99% mit allen Cosplayern so. Man, als Fotograf hat man nur der Einzige, wo man korrigiert, weil sie sich ja selber nicht sehen. Wenn ich unbedingt beide Hände aufs Bild haben will, dann sage ich hier, mach mal ein bisschen so oder ein bisschen so, weil sie selber ja nicht, aber von den Posen, von den Grundposen, von dem sich aufs Bild, gibt es nichts Besseres. Ja, wir haben eine nächste Frage im Chat, und zwar, welche Brennweite benutzt du jetzt gerade? Jetzt gerade ist es meine Lieblingsbrennweite, das ist die 85 mm. Benutze ich zu 80% bei meinen Fotos, also fast alle Bilder, die so man im Internet findet. Entweder 85 mm oder 35. Hier wäre 35 für dynamische. 35 würde ich gerne benutzen, benutze ich gerne. Mach mal nochmal so eine Pose. Da würde ich mit 35 mm. Das können wir doch ja mal simulieren. Wir sind doch hier. Wir sind doch Fotografen. Warum hier 35 nicht geht? Warte. Da fehlt noch der Adapter. Der Adapter. So. So, jetzt haben wir die 35 mm. Ich gucke mal, ob das passt. Das Problem bei 35, es ist dynamisch, aber wir haben extrem viel, was ist das? Aber wir haben extrem viel Hintergrund. Ja, mach mal eine Pose. Weil das würde, eigentlich würde das, für diese Pose wäre diese Brennweite eigentlich sehr viel cooler, weil das viel dynamischer aussieht. Und man könnte, es ist halt viel mehr Action auf dem Foto, ja, aber der Hintergrund ist zu klein. Also deshalb würde ich solche Fotos mit 35 mm, würde ich dann irgendwo draußen nach draußen gehen, ja, und dann vor meine, die Wand würde auch noch gehen, aber ja. Ja, bitte. Ich bin noch, draußen, wenn ich keinen Blitz und so habe, nehme ich immer Gesichtsfokus.
dass ich die Kamera erweitere. Aber ich erwische mich immer, dass ich die alte Schule Mittelpunkt und verziehen, ja. Und dadurch verliere ich auch oft mal den Ausschnitt. Also ich konzentriere mich, dass ich sehe, dass die Kamera das Gesicht gekriegt hat. Aber dann ist es halt nicht in der Mitte, weil sie das überall mitkriegt. Und deshalb fokussiere ich eigentlich immer noch zur alten Schule, dass ich mir den, wenn ich Hochkant fotografiere, habe ich den Punkt oben. Und ich quer fotografiere, habe ich den Punkt oben. Und tatsächlich mache ich diesen einen Punkt. Und ja, aber es funktioniert. Aber die Gesicht- und Augenerkennung ist mittlerweile heute Wahnsinn. Ja. Aber ich habe damit nicht Problem, sondern bin so eingefahren, dass mir dann der Ausschnitt verrutscht. Weil der hat fokussiert, aber ich habe den Ausschnitt nicht richtig gemacht. Und dann mache ich Foto und nachher habe ich alle Fotos hier irgendwo alles abgeschnitten, weil ich mich auf dieses Gesicht konzentriert habe. Ja? Und das ist so noch so ein Learning, aber ja. Ja. Ich bin eigentlich so weit durch, was ich zeigen wollte. Ja, sind noch Fragen? Nein, es gibt dafür aber sehr viel Lob für dich. Oh, sehr viel Lob für mich, das ist gut. Die habe ich alle vorher angeschrieben, dass die dann reinschreiben sollen. Viel Lob, viel Lob. So, da wäre aber noch eine Frage am Publikum. Geht um den Weißabgleich. Genau, die Frage ist, welchen Weißabgleich ich fotografiere. Im Studio Blitz, klar. Draußen mache ich immer Wolken, weil ich habe so einen immer Braunton. Ich liebe Brauntöne. Ja? Und wenn du Wolken einstellst, egal wo du bist, es ist alles immer bräunlich. Also ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das war so, irgendwann mal habe ich einfach immer Wolken oder Schatten eingestellt, damit ich immer so einen bräunlichen Ton habe, damit ich sehe, wie die Fotos wirken können. Ja? Das war so mein Ding, so mein Stil, so bräunlich, sandfarben. Aber an sich ist es eigentlich wurscht. Ne? Aber fürs Gefühl, wenn du Foto gemacht hast, draußen bist, hast eine schöne Burg mit Bricks, mit diesen roten Stein und wenn du dann Wolken einstellst, ist alles schön, schön harmonischer. Und dann sieht das sofort auf dem Bildschirm, kannst du besser kontrollieren. Ne? Ja, aber das muss jeder für sich rausfinden. Ja, wie gesagt, Cosplay-Fotografie ist einfach. Einfach rausgehen, machen. Genau, zum Weißabgleich kommt dann auch direkt die nächste Frage aus dem Chat, nämlich lässt du den Weißabgleich dann automatisch bei dem Hintergrund jetzt speziell? Den habe ich gar nicht geändert. Das ist alles hier auf Blitz eingestellt worden und das ist alles geblieben. Wobei ich sage, dass so sobald ihr irgendwelche Presets, Farbeinstellungen oder sonst was benutzt, ist das eh alles egal. Weil das verändert sich eh ständig. Ja? Und wenn man im Studio, wenn ihr die gleichen Lichtverhältnisse habt, ist es eigentlich egal. Aber wenn ihr draußen seid und Presets benutzt, dann müsst ihr sowieso den Weißabgleich ständig anpassen, weil der sich ständig ändert hat. Und deshalb ist das so eine schwierige, je nach Lichttemperatur, Lichtsituation, ist das eh ein Hin- und Herschieberei. Ja? Und das ist so, Gott sei Dank können wir es verstellen. Manchmal ist es lästig, wenn man jetzt eine Veranstaltung fotografiert hat und hat dann 100 Bilder und jedes Bild hat eine andere Farbtemperatur, weil da Lämpchen da war, Lämpchen hier, dann ist man immer am Angleichen. Also Weißabgleich ist, ja, man wird immer einstellen und verstellen müssen. Aber im Studio ist es egal, im Studio habe ich alles immer gleich. Ja. 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 Mimik? Na, no, sie kann. Das ist ihr Gesicht, das ist nur eine Farbe drauf, das geht. Nein, nein, nein. Ja, natürlich gibt's Cosplayer, die... Doch, aber das geht, das hält viel aus, ne? Oder? Guck mal, geht doch alles. Also nochmal für alle im Livestream, es ging um den Unterschied zur Porträtfotografie mit der Mimik des Models. Auch Lob an das Model. Ja. Sieht sehr super sieht aus. Gut aus. Ja, ja, kann ja, ich ja gerne weiter. Aus welchem ist das? Aus Ahsoka aus? Staffel 7 aus Clone Wars. Staffel 7 aus Clone Wars. Gute Serie. Aber aus dem Film hast du noch nicht, aus der neuen Serie. Machst du? Ja. Machst du? Ja, geil. ansonsten. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für die vielen, vielen wertvollen Tipps und Tricks, die du uns schon verraten hast. Ich hoffe, es haben alle Lust bekommen, sich dann auch mal an die Cosplay-Fotografie heranzuwagen. Und ich sehe, hier vor Ort haben auch schon einige ihre Kameras gezückt. Ja. Das heißt, wir würden gleich, zumindest für alle, die hier vor Ort sind, anbieten, wenn ihr Lust habt, das Setup einmal auszuprobieren, ja,
Unter der Anleitung, ihr habt gehört, auch wenn ihr Neulinge seid, es ist einfach. Es ist einfach, es ist einfach einen Knopf drücken. Da habt ihr die Gelegenheit und für alle, die im Livestream zuschauen, machen wir dann eine etwas längere Pause. Da geht es um 13.45 Uhr weiter, also Zeit für ein kurzes Mittagessen. Und sagen wir ganz herzlichen Dank. Sollten im Nachgang noch Fragen sein, gerne den Stream kommentieren. Ja. Dann leiten wir alles noch weiter für den Fall, dass ihr noch was vergessen habt. Ja. Dann bis gleich und viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss.